Die Sorge um die beiden kleinen Kinder ihrer Schwägerin führt eine Frau jetzt zu Kriminalkommissar Max Hagen und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer. Ich habe hier so eine Online-Bestellung bekommen in meine Pizzeria. Ihre Pizzeria? Mama ist seit 2 Tagen weg. Wir haben Hunger. Ich mache mir da jetzt totale Sorgen. Ich glaube, erzählen Sie mal ganz kurz Ihren Namen. Dunja Lose. Dunja Lose. Ja. So, die Kinder, wie heißen die? Das ist einmal die Emily und einmal der Justus. Emily und Justus. Ich habe auch Fotos dabei. Zeigen Sie mal. Hier. Die sind ja niedlich. Da. Ja, die süß. Beiden kleinen Mäuse. Und die wohnen wo? Hafenweg 2. Hafenweg 2. So, und Ihre Schwägerin, haben Sie mit der jeden Tag Kontakt? Oder wie? Ja, ja, ach, natürlich. Aber ich habe die versucht zu erreichen. Ja. Aber die geht nicht an ihr Telefon dran. Ich kann die nicht erreichen. Haben die zu Hause kein Telefon? Nee, die haben leider kein Festnetz. Und die Kinder haben auch noch kein Handy. Also von daher, ich weiß auch nicht, ich mache mir jetzt totale Sorgen. Da die Kinder im Grunde genommen hier kein Telefon hatten, um ihre Tante zu verständigen, haben sie sich des Internets bemächtigt und haben eine Bestellung an ihre Tante aufgegeben. Die ist sehr nüchtern. Und wir stellen uns natürlich die Frage, haben das die Kinder tatsächlich geschrieben oder steckt da noch was ganz anderes hinter? Gibt es da keinen Papa zu den Kindern? Ja, mein Bruder ist vor 4 Jahren verstorben. Oh, das tut mir leid. Ja. Und gibt es, hat sie einen neuen Freund oder gibt es da irgendwie neue Verhältnisse? Weiß ich nicht. Also die hat, glaube ich, einen neuen Bekannten, aber... Wie wohnen die? Haben die eine Wohnung, ein Haus? Das ist ein Reihenhaus. Ich bin auch eben schon da gewesen, weil ich mir jetzt solche Sorgen gemacht habe. Und die Kinder stehen am Fenster, die haben, können die Fenster nicht öffnen, die knallen an die Scheibe und haben gerufen, bitte, bitte hilf uns. Und ich mache mir wirklich... wirklich Sorgen. Wir fangen mal rauf, weil das hört sich doch an, dass es ein bisschen dringlicher ist. Den Zettel darf ich behalten. Ja. Den nehme ich ihm mal weg. Fahren Sie vor? Ja. Okay, dann müssen wir nicht. Gut. Aber Hafenweg wissen wir, glaube ich, ja. Auch, ne? Gut, dann fahren wir gleich. Wir fahren raus, ne? Ja. Die Kommissare wollen die Kinder befreien und ermitteln, warum deren Mutter sich nicht um die 6- und den 9-Jährigen kümmert. Die Geschwister sind vollkommen verängstigt. Hier vorne? Da. Da sind die, ja. Hallo. Hallo, ihr beiden. Was ist los? Erzählt. Was ist? Was ist? Was habt ihr? Könnt ihr uns reinlassen? Nee, alles ist abgeschlossen. Aber wieso ist alles abgeschlossen? Kommt kein Fenster, keine Tür, nichts auf? Nichts auf. Okay. Machen wir. Tür? Wir machen jetzt die Tür kaputt, oder? Ja, geh mal rein, komm. Und. Gut. Hallo? Jungs? Hallo. Wir sind von der Polizei, alles ist gut. Wir haben eure Tante mitgebracht. Justus. Ach, ihr beiden Mäuse. Geht's euch gut? Ich bin froh, dass ihr da seid. Wir waren natürlich heilfroh, als wir die Kinder wohlbehalten sie angetroffen haben. Sie haben diese 2 Tage relativ gut überstanden. Sie konnten sich gut versorgen, sind anscheinend von ihrer Mutter gut erzogen. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich als Vater hätte sowas nicht ertragen. Unsere Mutter ist vor 2 Tagen ins Krankenhaus zu unserer Oma gefahren und der Kai war dann nicht mehr hier. Der Kai war nicht mehr da? Der Kai ist Mamas Freund? Mhm. Und der lebt hier auch? Und Mama, musste Mama nicht zur Arbeit? Weißt du gar nicht. Wo wohnt Oma denn? Wisst ihr das? Habt ihr eine Telefonnummer? Haben Sie eine Telefonnummer? Wie? Also, ich verstehe das. Haben Sie eine Telefonnummer? Können Sie mal telefonieren? Ja, ja, wer hat denn gesagt, dass die Mama ins Krankenhaus ist? Hat die Mama euch das gesagt oder der Kai? Kai. Und Telefon habt ihr nicht? Deswegen habt ihr das über PC gemacht? Ja. Jetzt haben wir euch die Pizza mitgebracht hier. Ich glaube, ihr esst erstmal die Pizza, damit ihr was habt, ne? Damit ihr Hunger habt, ne? Ja? Bitte ja? Setzt euch mal hin und esst die Pizza. Wir sind jetzt da. Also ich hab gerade mit der Oma telefoniert, ja. Und die hat meine Schwägerin nicht gesehen. Wovon? Die ist auch nicht im Krankenhaus. Hören Sie auf, Sie kümmern sich jetzt um die Kinder und wir gucken uns hier mal im Haus einmal um. Einfach nur, um zu sehen, was hier vorgefallen ist, okay? Ja, okay, ja. Dann gehen Sie mal bitte wieder in die Küche. Hier sieht es ja ganz ordentlich aus. Wollen wir mal nach oben gehen? Schickes Haus eigentlich. Die Ermittler inspizieren sofort das Haus. Sie hoffen auf Hinweise, die sie zur Mutter führen oder zumindest erklären, was vorgefallen ist. Im Obergeschoss entdecken sie Spuren. Hier sieht es ja aus, als wenn hier einer ein kleines Alkoholproblem hat. Ja, wir haben das Haus dann einmal ganz grob durchsucht.
Dabei sind wir auf ein Zimmer gestoßen, was ganz katastrophal aussah. Die Wäsche lag überall verstreut auf dem Boden, es waren Alkoholflaschen geleert und es lagen Tabletten in der Ecke. Also das sah so ein bisschen verwahrlost aus. Frau Lohse, können Sie einmal hochkommen? Ja. Tabletten, Antidepressiva. Können Sie sich einmal dieses Zimmer bitte angucken? Können Sie uns irgendwas dazu sagen? Was ist hier los? Was ist denn das für ein Zimmer hier? Kennen Sie das hier? Das ist das alte Büro von meinem Bruder. Das ist, okay. Kann das sein, dass Ihre Schwägerin ein Alkoholproblem hat? Nein, auf gar keinen Fall. Nimmt sie Tabletten? Nein, ich weiß gar nicht, was das hier soll. Also meine Schwägerin, die steht richtig im Leben. Ich kann mir das nicht erklären. Guck mal hier. Ja, überlass jetzt. Oh ja, lieber Kai, ich kann unser Leben so nicht weiterführen. Es tut mir leid, aber ich muss mich von dir trennen. Oh. Im Schlafzimmer haben wir diesen Brief gefunden. Das ist jetzt natürlich erstmal, dass wir diese Situation neu bewerten müssen. Die Mutter hat sich augenscheinlich von diesem neuen Freund getrennt. Und der sollte auf die Kinder aufpassen, ist jetzt verschwunden. Die Trennung, spielt das eine Rolle zum Verschwinden der Mutter? Keine Ahnung. Gibt es irgendwie Telefonnummern, Adressen, wo wir nachfragen können, wer da ist, damit wir bei ihm mal ansetzen können? Denn scheinbar hat er Kai mit dem Verschwinden ihrer Schwägerin ja was zu tun. Hat der ein Auto, dass sie irgendwie das Bild vom Kennzeichen haben oder sowas? Die sind ja noch nicht so lange zusammen. Wer könnte uns denn da weiterhelfen? Ja, also... Die Kinder ja bestimmt nicht. Die Kinder wissen bestimmt gar nichts, oder? Ich meine, der heißt Eichinger mit Nachnamen irgendwie. Aber wo der jetzt genau wohnt? Egon von 3216, komm. Der Egon hört. Ja, kannst du für uns bitte mal nachgucken, ein Kai Eichinger, ob der bei uns irgendwie bekannt ist? Wir prüfen. Wir haben hier einen Kai Eichinger, Geburtsjahr 1922. Ist das euer Mann? Nee, das scheint ein bisschen zu alt zu sein. Danke. Okay, dann, wo haben wir denn im Haus noch Möglichkeiten? Die kennen sich hier aus. Gibt es noch eine Garage? Garage, Garten. Gartenhäuschen. Gut, dann lassen Sie mal gucken. Gehen wir mal runter. Für die Kriminalisten deutet alles darauf hin, dass der neue Freund der zweifachen Mutter etwas angetan haben könnte. Der Mann ist tatsächlich hochaggressiv, wie die Beamten gleich feststellen werden. Da steht eine Tür offen. Was ist hier los? Hey, wir sind hier. Wer sind Sie denn? Kai! Boah! Schieb her! Lass mich hier! Runter von der Straße! Von der Straße! Ja. Vollidiot! Vollidiot! Auf den Bauch! Ach du Scheiße! Auf den Bauch! Egon von 3216. Rattenverkehrsunfall passiert. Ein Opel Corsa DUEK. Irgendwas mit 7. Bitte mal einen Streifenwagen jetzt schicken. Hast du ihn fest? Ja. Oh mein Gott. Ey, ihr seid doch bescheuert! Ich hab doch gar nichts gemacht, ey! Die Kommissare setzen den Mann unter Druck. Sie wollen das Leid der Mutter sofort beenden. Wir wollen jetzt wissen, wo die Frau ist. Los, komm. Was, welche Frau? Ach, Gina, ja. Die hat's doch nicht anders verdient. Wo ist sie? Ja, mein Gott. Wo ist sie? Ja, was hast du gemacht? Los, erzähl. Ich hab's ins Gartenhäuschen gesperrt. Mein Gott, die Schlampe hat's doch nicht anders verdient. Die wollte mich verlassen, das zweite Mal. Ne? Wann hast du sie eingesperrt? Vor anderthalb Tagen oder so. Welche Schlüssel sind für was? Ja, weißt du, welche Brühe sind? Oh, ja, ich zeige Ihnen diese. Mann, ey. Probieren wir's. Rufst du den RTW schon mal? Hat doch nicht anders verdient. Ganz ruhig, Brunner. Egon von 3216. Bis zum Eintreffen der Verstärkung lassen die Kriminalbeamten den Gewalttäter keine Sekunde aus den Augen. Die Mutter ist seit 2 Tagen in der Gartenlaube eingesperrt. Sie könnte lebensgefährlich verletzt oder stark dehydriert sein. Hier liegt sie. Ja, was liegt sie? Soll sie nicht so hinsetzen? Hinsetzen! Soll sie nicht anstellen? Hallo Polizei, ganz ruhig. Wie geht es Ihnen? Wo sind meine Kinder? Ihre Kinder sind im Haus. Geht's ganz gut? Was hat er mit meinen Kindern gemacht? Ja, gar nichts. Die Mutter wurde von ihrem Ex-Freund geschlagen. Er ist vor 2 Wochen zu ihnen gezogen. Seitdem trank er immer mehr und wurde zunehmend aggressiver, bis die Situation vor 2 Tagen eskalierte. Okay, wir haben Ihnen einen Rettungswagen gerufen. Die kümmern sich gleich um Sie. Und Ihren Kindern geht's gut, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die sind haben in der Küche und Ihre Schwägerin ist bei den Kindern, okay? Geh ich zu den Meinen. Ja, wir können da gleich hingehen. Ihre Kinder kommen auch gerade. Die Beamten geben Mutter und Kindern Zeit, sich zu beruhigen.
Die Frau macht sich Vorwürfe, den Mann überhaupt in ihre Wohnung und zu den Geschwistern gelassen zu haben. Können Sie mir noch mal erzählen, was hier gelaufen ist, wie das gelaufen ist, was er mit Ihnen gemacht hat? Ich wollte mich von ihm trennen, und weil er nur noch trinkt. Und er ist völlig ausgerastet, als ich mit ihm Schluss gemacht habe, und hat mich hier ins Gartenhaus eingesperrt und hat mich geschlagen. Und ich wusste nicht, was mit den Kindern ist. Was wir jetzt schon dem Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten vorwerfen können, ist die Körperverletzung, die Freiheitsberaubung zum Nachteil der Mutter. Die Kinder waren auch für 2 Tage eingesperrt hier zu Hause und waren nicht versorgt durch einen Erwachsenen. Das ist natürlich auch eine Art von freiheitsentziehender Maßnahme. Das werden wir im Detail noch prüfen müssen und mit der Staatsanwaltschaft abschnacken. Ich will dich nie wiedersehen. So, hinsetzen wieder, hinsetzen. Was hinsetzen? Einmal auf den Rücken, auf den Rücken, auf den Rücken. So, und jetzt können wir helfen. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung gegen den Ex-Lebensgefährten wird natürlich auch zu prüfen sein, ob er Therapieangebote annehmen kann oder sollte. Sein Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum sind natürlich nicht förderlich und ihm wird bestimmt eine Therapie angeboten werden. Wohin geht's denn überhaupt? Als die Mutter die Alkoholsucht ihres Freundes bemerkte, wollte sie, dass er auszieht. Der Mann weigerte sich allerdings und schlug zu. Der Täter wird wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung zu einer Haftstrafe verurteilt.